Ich weiß. Da können wir sehen. Es gibt ja diese Imageberater, 10 Jahre jünger. Hier schaut man einfach unvorstellbar. Ich glaube, dass es vom Profil her sehr gut kommt. Wir bei der Nase an Nase. Also das Vorstellungslied haben wir bereits hinter uns gebracht. Aber es ist zu befürchten, dass noch andere Lieder kommen. Und wir werden heute auch ans Meer mit dir fahren und so weiter. Du hast in diesem wunderbaren Bouquet im Portfolio. Was hast du uns mitgebracht? Und so weiter. All das wird heute natürlich kommen, aber wir sind natürlich sowas extrem hip hier, dass wir nicht nur Liederchaoten wie Götz Bauer bei uns zu Gast haben, sondern auch Rapper. Und zwar im Doppelpack. 1, 2. Vergleichen wir mal die zwei Gesichter und jetzt kommt's, ich lasse einfach selbst überlegen. Ich komme immer. Das ist gut. Ich werde es immer tragen, aber jetzt. Das ist cool. Na, okay. Vergleichen Sie mal bitte die beiden Gesichter. Und dann lasse ich Sie mal kurz nachdenken. Und dann kommt ein Satz, den die beiden noch nie gehört haben. Zeig mal bitte die beiden Gesichter. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der meistgestellten und sagen wir, Erkenntnisfragen, die ihr so pro Tag wahrscheinlich zwischen 5 und 9 Mal gestellt bekommt. Ich glaube, ihr seid ihr Zwillinge? Ja, das kann sein, ja. Ja, geht einem das auf den Seier, dass man nicht allein, also ich bin ja eineiig, aber nur als, nicht eineiig, Schmarrn. Ist man als normaler Mensch eineiig oder zweieiig? Ich habe 2 Eier, es gibt auch eineiige Zwillinge, aber ihr seid 2-eiige, eineiige. Genau, das sind wir, ja. Was bin ich jetzt als normaler Mensch? Was bin ich jetzt? Bin ich jetzt mit 2-eiiger Einzel, Single? Ich weiß es wirklich nicht. Man sagt ja bei euch, ein Ei. Du bist, glaube ich, ein Eineiger, 2-eiiger, glaube ich. Okay, und ihr seid? Wir sind 1-eiige. Auch 2-eiige, 4-eiige, stimmt. Sehr gut. 2-eiige, 1-eiige, 4-eiige sind wir. Scheiße. Es klingt, geht sogar ein bayerisch, 1-eiige, 4-eiige. Das ist wieder was anderes. 4-eiige in bayerisch, äugige. 4-äugige, 4-eiige, 2-eiige. Zwillinge, auf jeden Fall. 1-eiige Zwillinge. Was heißt das? Heißt es, dass die Eltern so arm waren, sich kein zweites Ei zu leisten? Oder woran liegt es, dass man dass 2 Menschen aus einem Ei rauskommen? Ja, werdet ihr da schon öfters beschäftigt haben. Das ist richtig. Eine Eizelle, glaube ich. Also wir schauen aus einem Sperma. Ein Sperma und ein Ei. Dann kommen 2 Menschen raus. Okay, das Thema ist natürlich weit, wenn man kann man da überhaupt so sehen? Ja, man kann so senden, es geht. Also braucht man jetzt nicht lange darüber reden. Ihr seid von Beruf Rapper. Nee, wir sind von Beruf nicht Rapper. Das ist eine gute Antwort, weil dann hätte man nämlich gleich jetzt kein Lied gespielt. Ich würde gerne ein Lied hören. Ihr macht es in Englisch zum Glück, aber leider auch in Deutsch. Ja, leider heißt, weil ich deutsche Rapper hasse. Also ich mag es nicht. Zuerst mal ein englisches oder ein deutsches jetzt? Was willst du zuerst? Das könnt ihr euch raussuchen, ob ihr 2 Lieder spielen oder 3 Lieder spielen wollt. Ich würde mal mit dem Englischen zuerst anfangen. Was gibt's? Was habt ihr dabei in eurem wunderbaren Portfolio? Wir haben 2 englische Tracks und einen deutschen Track. Aber toll, so ist der Titel vom Song oder was? Nee. Also der englische Track und der heißt, We Taken Over. Taken Over? Und zwar, diese Burschen heißen Royal Twins mit Z am Schluss. Stop living life, always living the best shot, my crew runs right. You see we got the power, you see we got the force. The world's my oyster, we disregard laws. I live my life to the fullest, just kind of good times. Crazy good times, with good lines and good rounds. That's the reason and the purpose for my whole existence. From the bottom to the top, cover a long distance. Now I'm the man, shining like bling bling. The boast of all boasts,
King of all kings, nobody can slow me down, I'm going my way. Get more cash, more fans day after day. Bitches wanna see for man, and that's what I am. From top to toe, I'm gonna show you everything. Better wait first of all, you gotta show me. Well, you will be the lucky one, I go and take home here. Break it down, I love your tight fitting jeans. This is the end of the night, you be not know what I mean. Come on, let's go, let's have a little fun. See us riding dirty, until you come. It's the playoff, we come like a power. It's the playoff, we scream a little louder. Wake up, we scream a game over. The time is coming, no, we taking over. It's the playoff, we come like a power. It's the playoff, we scream a little louder. Wake up. We're screaming game over. The time is coming, now we taking over. I lean back and I see a little girl do it slow. I work all day so well, I got a hoe for. She know I'm the one bringing the dough. I ain't keeping but you know, she know what the show's for. I ain't paying for sex, man, that ain't me. She ever said she means, so she should've paid me. All the things I get my one shit, but my lady. That's the girls I have.